So, hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart 8 Online. Ja. 3, 2, 1, 0. Bei der letzten Aufnahme habe ich das sogar vergessen. Ist mir später aufgefallen beim Synchronisieren, da es mir schon ein paar Probleme bereitet hat, aber ich habe es halbwegs hingekriegt. Deswegen, also, sei ich halt ein bisschen länger dran als gewöhnlich, kann man so viel sagen. Und ja, die ist natürlich mal tagsüber auf, weil halt meine Eltern nicht da sind. Und ich dann halt, wie gesagt, Ruhe habe. Das hätte ich nicht gedacht. Das war auch relativ kurzfristig, dass du da Haare kommt immer auf ein bisschen. Warum denn nicht? Und ja. Ganz cool auf jeden Fall. Und ja, Item verpasst natürlich geil. Wir haben ein Thema. Ein relativ großes Thema, kann man sagen, was wir vielleicht. Und ich weiß, ob ich die ganze Folge das besprechen werde. Das kann ich nicht sagen. Ja. Wir können da schon mal anfangen. Und zwar hat der, also was ich eigentlich auch ansprechen wollte, aber wurde als Frage reingeschickt. Und zwar von Browser Kingsk mit G, glaube ich, am Ende. Hat gefragt, was ich davon halte, dass Microsoft Mojang gekauft hat. Ja, viele schreiben ja, Microsoft hat Microsoft hat Minecraft gekauft. Das ist teils richtig. Und zwar hat Microsoft Mojang gekauft. Also die Firma, die Minecraft produziert hat, die von Notch gemacht wurde. Was eines der besten Spiele ist. Also ich mag Minecraft, ich spiele das ab und zu gerne, muss man sagen. Also ich habe es früher. Oh, jetzt aber ey, das ist ja nicht im Ernst. Das ist ja nicht euer Ernst. Ja, weil ich sehr gesuchtet habe damals. Kann man ja zugeben, hier, komm. Ist die Katze raus aus dem Sack. Naja. Nicht wirklich, aber. Nein! Oh, der scheiß Hubbel. Na egal. Oh, ach, gib mir den Stern. Schade. Ich erinnere mich einmal, wie ich den Stern hier einmal. Klar. Könnt mich mal. Nein! Das ist mies. Ich bin so gut gefahren. Gib mir noch Item. Ja, toll, Stern. Wow. Bringt mir viel. Weil jeder abkürzen konnte. Ach, Mann. Geiler Start zum Anfang auf jeden Fall. Aber ich krieg trotzdem Pluspunkte. Ja, das Punktesystem muntert mich auf. Das ist schön. Ich habe übrigens auch gar nicht erwähnt, wie ich überhaupt fahre, ne? Dann kann ich auch mal sagen, ich fahre mit Shy Guy. Und zwar den blauen Scheiger, den kriegt man ja, wenn man die beiden DLCs-Pakete vorbestellt, dann kriegt man das. War auch schon bei einem. Ich glaube bei beiden. Aber, naja. Ich habe einfach beide bestellt. Dieses Bundle geholt für 12 Euro, was sehr, sehr günstig ist. Dafür kriege ich ja 16 neue Strecken im Verlauf des Jahres. 2014, 2015. Ja, jetzt auf jeden Fall zurück zum Thema, ja. Krass finde ich das, als ich das gelesen habe, dass Mojang wirklich verkauft wird, aber ich habe gelesen, dass auch Marcus Persson, also Notch, den Druck oder dieser Erfolg nicht gewachsen ist. Also, ja, dass er mit so einem Erfolg erstens nicht gerechnet hat, okay. Das ist auch schon krass, was der für einen Erfolg hat. Dafür auch Respekt, was er geschafft hat, was er geleistet hat. Und ja, Minecraft hat ja im vergangenen Jahr, kann ich mal sagen, 500 Millionen Umsatz gemacht. Also, nicht schlecht auf jeden Fall. Also, nur Minecraft, glaube ich. Oder ich glaube, Mojang oder Minecraft, ich weiß nicht. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall 500 Millionen ist schon krass, muss man sagen. Und ich verstehe irgendwie nicht, warum Microsoft das kauft. Muss ich ehrlich sagen, weil 2,5 Milliarden, ob sie das Geld wieder reinkriegen, ich weiß es nicht. Also mittlerweile hat ja auch Microsoft, Mojang ja, für jede Version jetzt auch, Minecraft gegeben, also früher gab es ja nur auf PC, dann später auf der Xbox One, ne, Xbox 360. Jetzt mittlerweile gibt es das ja für fast alle, Next Gen und PS3 und so alle Konsolen. Ich glaube nur auf den Handheld-Konsolen gibt es Minecraft nicht. Da kann man es doch raushauen. Naja, ich glaube das ist nicht notwendig, dass man das macht. Aber naja. Jedermanns Sache. Moment, hinter mir? Nee. Ich hab meinen kleinen Frosch. Ich bin
doof, ey. Kann nicht Auto fahren. Das sieht man relativ stark. Ja. Also ich muss sagen, ich finde es nicht gut. Persönlich gesehen. Wie das andere sehen, weiß ich nicht. Ja. Deswegen. Ja. Bleiben wir uns mal. Und gehen langsam ans Ziel. Bam! Haben wir es geschafft. Oh. Bei mir klingelt das Telefon. Toll. Da hat man mal ein bisschen frei und dann kommt das Telefon. Naja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, Leute, ich bin wieder da. Es war eine längere Pause. Ich habe jetzt, glaube ich, sind jetzt ein paar Tage vergangen jetzt zwischen dem letzten Rennen und jetzt diesem Rennen. Aber gehört noch zu dieser Folge dazu, deswegen. Oder gehört letztlich ein bisschen Zeit, okay. Ja, deswegen, also, hatte ich auch noch nie, dass ich nach einer Aufnahme nach zwei Rennen beende. Aber heißt jetzt nicht, dass jetzt eine Folge jetzt ein, zwei Rennen hat sein. Die werden jetzt noch aufgefüllt hier mit den beiden Rennen. Und dann, ja. Aber um das Thema noch abzuschließen, was wir hatten, und zwar, bin ich jetzt gerade ein bisschen raus gewesen, und zwar das Thema mit Microsoft, dass sie ja Mojang gekauft haben. Ja, ich denke auch persönlich, jetzt wo ich ein paar Tage Zeit hatte, nochmal darüber nachzudenken, man muss ein bisschen abwarten, was Microsoft damit macht. Ich weiß auch nicht, was Microsoft sonst so für große Firmen eingekauft hat. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ja. Naja. Geht's halt ganz gesittig weiter. Und ja. Oh Scheiße, ey, was ist mit mir los? Ja, die Gruppe ist nicht so schlecht, sehe ich. Ich habe die Punktzahl gerade nicht geachtet, deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen. Warum setze ich die Pilze hier ein? Das ist auch schwachsinnig. So. Da setzen wir sie ein. Da sind sie sinnvoll. Ja, machen wir so, jawohl. Ah, fünfter Platz ist schon mal besser. Aber ich versuche noch mehr rauszuholen. Ja. Was haltet ihr eigentlich von dem Kauf von Mojang? Also, denkt ihr, dass ein Fehler war von Mojang, von Marcus Burson zum Beispiel? Oder, ja. Die richtige Entscheidung war, ich will abwarten, weil Minecraft ist halt ein großer Erfolg. Das ist Mojang. Ist ja eigentlich. Hat Mojang eigentlich noch andere Spiele? Also ich kenne nur Minecraft wirklich. Und weltweit gesehen auch Minecraft, weil Minecraft ist ja, ein Hammerspiel, muss man sagen. Es ist echt ein gutes Spiel. Was ich sehr, sehr gerne spiele. Zwar nicht so häufig wie früher, da habe ich es ja wirklich gesuchtet. Muss man sagen. Bin ich auch ganz ehrlich. Als Gamer. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Bei euch. Wie es bei euch so ist. Jo. So, komm. Bleiben wir den. Den auch noch. Komm. So. Ohne noch, ohne noch, ohne noch. Jawohl, dritter, dritter, dritter. Nein. Doch nicht. Aber vierter. Damit können wir gut leben. Kriegen wir immer einen Pluspunkte. Das ist sehr schön. Kommen noch die anderen schnell durch? Ja, super. 14 Punkte, damit kann man leben. Und ich als Deutscher muss mich hier durchkämpfen gegen die ganzen Amerikaner, Briten und einen Franzosen. Ja, wird nicht einfach. Jawohl, Wolkenstraße ist die nächste Strecke. Ja. Persönlich noch dazu noch zum Thema, weil nach der Folge werde ich das Thema nicht mehr ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Microsoft so viel bringt, so viel Geld für so eine Firma zu kaufen, weil ich habe gehört, Mojang hat im letzten Jahr 500 Millionen Gewinn gemacht, das habe ich glaube ich auch schon gesagt. Und ja, ob die jetzt 2,5, ich weiß nicht, also
War auch so eine Sache mit Facebook, wo die ja WhatsApp für eine Summe gekauft haben, wo man denkt, Alter, damit kannst du gut leben, weil 19 Milliarden, das ist ja ein Wahnsinn. Was ist das für ein Vermögen, das ist ja, jawohl. Also, wenn man sich überlegt, 19 Milliarden, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, ne? Mein Vater meinte zu mir, Facebook hat dieses Kurzmitteilungsdienst gekauft, ne? Was für ein Kurzmitteilungsdienst? Haben sie das normale SMS gekauft und dann guck dich so später auf Internet so. Ja, WhatsApp wurde gekauft, WhatsApp und so hat. Und dann sehe ich, oh, WhatsApp wurde gekauft. Also, und bisher ist ja auch noch nicht wirklich viel Negatives auf WhatsApp. Was passiert? Ich bin ja selbst ein WhatsApp-Nutzer. Nicht so lange, ich glaube jetzt seit einem Jahr ungefähr, nutze ich selbst WhatsApp. Ein sehr guter Dienst, also ich bin damit sehr zufrieden. Und ja, das war mir klar. Nachdem alle stehen geblieben sind. Na gut. Ach, habe ich kein Internet mehr oder wie? Das gucken wir uns mal genau an. Nee, ich habe, aber damit wir das Rennen noch mit dieser Folge abschließen können, mache ich nur hier noch ein kleines Zeitverrennen. Mit einer kurzen Strecke. Machen wir einfach das Mario Kart Stadion. Damit ich einfach noch mein Thema noch beenden reden kann. Wie gesagt, also Mario Kart 8. Bisher hat ja WhatsApp. Also viele haben ja gesagt, oh nee, WhatsApp ist scheiße und so, da wechseln wir mal auf die ganzen anderen Kurzmitteilungsdienste, die es ja noch gibt. Und ja, einfach weil Facebook, naja, man weiß ja, es gibt. Also ich kann auch nicht viel positiv sagen. Ich habe zwar Facebook, ich habe sogar eine Facebook-Page, aber naja, man weiß ja, wie aktiv ich die nutze. Also diskutieren wir darüber nicht weiter. Ja, dass man schon Angst hat wegen seinen Daten, weil das ist ja noch ein bisschen krasser, weil du kannst ja, ich weiß es nicht, wie weit das geht, aber theoretisch können die dich orten, also wo du bist und so weiter. Das ist ja auch schon irgendwo scheiße, weil das ist einfach Privatsphäre. Und ja, hier hat keinem eigentlich was anzugehen, aber naja. Aber 19 Milliarden, boah, ist schon viel. Aber ich glaube, Facebook hat eigentlich auch so viel wegen der Börse, weil die eine Börse auch gut sind. Woran machen die so viel, Leute? Okay, haben auch sehr, sehr viele Facebook-Nutzer. 1,25 Milliarden. Und WhatsApp hat 400 Millionen Nutzer gehabt. Zu meinem Zeitpunkt wurde es gekauft. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Aber schon eine Menge. Ein guter, lustiger Vergleich. Shakira hat ein Achtel der Abo der Zuschauer. Ein Achtel, ist das richtig? Wenn es über eine Milliarde gibt. Ein Zehntel sind Shakira-Fans. Ja, ich selbst mag Shakira ja auch. Also ich habe sie auch geliked. Oh, das war nicht so sinnvoll. Aber egal. Ja, auf jeden Fall einfach mal abwarten. Nicht so viel kritisieren im Abwarten. Auch ein bisschen, ja, eine Chance geben. Muss man ja sagen. Und ja. Mehr, denke ich mal, muss man auch zu diesem Thema auch nicht sagen. Habe ich einen Rekord gebrochen? Ich glaube nicht. Nö. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao.